Okay. Sie haben die beiden Verrückten in die erste Reihe gesetzt. Nun gut. Liebe Freunde, ich muss euch sagen, es läuft nicht bei mir. Meine Bücher werden nicht verkauft, die Leute kommen nicht zu meinen Lesungen. Deswegen muss ich jetzt Groschenromane schreiben, wie man sie am Bahnhof findet. In diesen Drehdingsies. Und dann sind da so Pferde-Liebesgeschichten oder Arzt-Liebesgeschichten. Und ich habe eine, ich möchte hier eine Arzt-Liebesgeschichte vortragen, die ich schreiben musste für einen dieser Romane. Sie trägt den Titel Operation Leidenschaft. Und ich versuche sie mit dem ähnlich aufgegeilten Ton vorzulesen, in dem auch diese Romane geschrieben werden, diese Heftchenromane. Eine Klinik. Mitten im Wald. Im OP steht der junge Arzt John Adams und operiert seit 18 Stunden ohne Pause am offenen Herzen eines kleinen Waisenjungen. Der nicht nur ein Waisenjunge und krank ist, sondern auch arm und hässlich. Und ohne jede Schulbildung und einer Minderheit angehörig und allgemein von oben bis unten unterprivilegiert ist und darum auch gar keine Krankenversicherung hat. Dr. John Adams operiert das Kind aus reiner Herzensgüte seit 46 Stunden. Ohne Pause. Schweiß rinnt von Johns Stirn und sammelt sich an seinem männlichen, kantigen Kinn, das in der Tat derart kantig ist, dass es ein Buch mit dem Titel Kritik der reinen Vernunft geschrieben hat. Herabtropfende Schweißperlen sammeln sich in seinem dichten Brusthaar, denn Dr. John Adams operiert oberkörperfrei seit 125 Stunden ohne Pause, denn er kann es sich erlauben. Tupfer, bittet Dr. John Adams, seine Stimme ist tief und sinnlich wie Samt. Kaum hat er dieses eine Wort gesprochen, fallen zwei Krankenschwestern und der Anästhesist in Ohnmacht. Alle drei haben im Traum 5 Orgasmen. Durchschnitt, denkt Dr. John Adams. Doch er sagt es nicht, denn er ist bescheiden. Der besorgte Blick der Assistenzärztin Pamela fällt auf das EKG. Herzschlag lässt nach. Wir verlieren den kleinen Timmy. Pamela war die Einzige, die ihm je widerstehen konnte, doch davon konnte er sich nicht ablenken lassen. Er musste den kleinen Timmy retten, selbst wenn er über 9000 Stunden ohne Pause durchoperieren musste. Die Muskelstränge an seinem Hals spannten sich an. Nicht solange ich noch atme, sagte Dr. John Adams und die katholische Mädchenschule im Gebäude nebenan fiel in Ohnmacht. Doch es gab keine Orgasmen, da manche der Mädchen minderjährig waren und da achtete Dr. John Adams sehr genau drauf. Er verdoppelte die Hingabe und Leidenschaft, mit der er operierte. Die eingeölten Muskeln seiner Oberarme glänzten im Licht der Neonröhren, denn Dr. John Adams operierte eingeölt seit über 10.000 Stunden. Ohne Pause. Es hilft nichts, seufzte Pamela. Eine Träne rann über ihre wohlgeformten Wangenknochen. Als nächstes wird Flüssigkeit in den Herzmuskel eindringen und dann ist es vorbei. Bringt mir den Spezialisten, forderte Dr. John Adams und das benachbarte Altenheim fiel in Ohnmacht und hatte Orgasmen. Keine 30 Sekunden später stand Dr. Benji in voller OP-Montur in der Tür. Dr. Benji war nicht nur Spezialist für Flüssigkeit im Herzmuskel, sondern auch der einzige Arzt, der gleichzeitig ein Schabrackentapir war. Es war ein langer und steiniger Weg für das Tier gewesen, Arzt zu werden, doch das spielte nun keine Rolle. Benji musste den kleinen Waisenjungen retten. Ohne zu zögern, schob er seinen kurzen Rüssel in den Herzmuskel des weisen Jungs, um die Flüssigkeit abzusaugen. Danke, Kumpel, sagte Dr. John Adams. Innerhalb von 5 Minuten war die Brust des kleinen Timmys vernäht. Sofort wurde dieser wach und rief quietschfidel: Ich bin geheilt! Danke, Dr. John Adams! Danke, Dr. Benji! Benji machte ein erleichtertes, von Leidenschaft geprägtes Tapirgeräusch, wie nur ein Schabrackentapir es hervorbringen kann. Mal wieder hatten die beiden, Adams und Benji, diese ungewöhnlichen Freunde, Mensch und Tier, vereint durch die Leidenschaft und die Leidenschaft zur Medizin, es geschafft, ein Leben zu retten. Gerührt von ihrer eigenen Niceness umarmten sich die zwei. Plötzlich stürmte ein Mann in Camouflage den OP-Saal. Dr. Adams, draußen ist Krieg! Ich komme, hauchte Dr. John Adams. Und so wie er gesagt hatte, geschah es auch.
Denn die Toten auf dem benachbarten Friedhof wurden wieder lebendig, nur um ein letztes Mal zu orgasmieren. In der Intensität von 1 Million explodierenden Sonnen und auf ewig befriedigt in ihre Gräber zurückzusinken. Dr. Benji und Pamela blieben allein in dem sterilen Raum zurück. Keine Ahnung, wo die ganzen Schwestern und anderen Ärzte und Timmy hin waren. Voller Leidenschaft explodiert oder so. Weinend hielten sie sich in den Armen, weil sie wussten, dass sie Dr. John Adams nie wiedersehen würden. Hey, ich bitte nochmal, sagte Dr. John Adams und steckte den Kopf zur Türe herein. Er blinzelte und sprach, warte auf mich, Pamela. Das war wirklich das letzte Mal, dass sie Dr. John Adams gesehen hatten. 1 Million Jahre später. Das ist das albern. Der Krieg ist endlich vorbei. Durch die nuklear verbrannte Wüste dessen, was von der Welt übrig ist, zieht ein einsamer Cyborg, Dr. John Adams. Seine kybernetisch verstärkten Glieder sind rostig und müde. Hinter dem Horizont liegt der Palast von Timmy, der es vom weisen Jungen bis zum Amt des Weltraumkaisers gebracht hat. Denn die Operationen des Dr. John Adams und Dr. Benji waren so leidenschaftlich und so hingebungsvoll, dass sie den kleinen Racker unsterblich gemacht haben. Im Thronsaal angekommen sind Johns Quanten-Ionen-Akkus fast vollständig erschöpft. Sofort eilt ihm der Weltraumkaiser zu Hilfe und erfrischt den Wanderer mit köstlicher Energie. Als der Gebrochene sich erholt hat, spricht Timmy, Dr. John Adams, ich muss dir etwas zeigen. Eine Schar Bediensteter rollt eine Kältekammer in den Thronsaal und dort, gefroren in Millionen Jahre überdauerndem kryostatischen Schlaf, liegen Dr. Benji und Pamela vereint in einem eisigen Kuss. Die mechanischen Knie des Arztes und Cyborgs aus Leidenschaft Dr. John Adams brechen ein. Dann dröhnt es aus seiner Kehle, die seit 1 Million Jahre still geblieben war, ein markerschütterndes Brüllen. Nein! Und das Universum hatte einen Orgasmus. Ende? Ihr Applaus für unseren zweiten Bezaubernden Starter Jan-Philipp Zimny. In Rot.